In February, after the massive protests here in Romania, you said in the German media that the Romanian, the brave Romanian protesters are defending the European values, the democracy, the state of law, the independence of the justice. Yesterday, we saw another attempt by the Romanian politicians in a judicial committee in the Romanian Senate to attack again the laws in injustice. How can you characterize this new vote from the Romanian Senate yesterday, this new attempt to change the law in justice? Die Europäische Union ist nicht allein ein Wirtschaftsprojekt, wir sind vor allem eine Wertegemeinschaft. Und diese Wertegemeinschaft verpflichten uns alle in der Europäischen Union. Insofern freue ich mich sehr darüber, dass Menschen in Bukarest, aber auch an vielen anderen Orten Europas auf die Straße gehen und für diese europäischen Werte eintreten. Ich habe heute in meinen Gesprächen mit Vertretern der rumänischen Regierung deutlich gemacht, dass ich sehr wohl sehe, dass es eine Notwendigkeit gibt, Gesetze zu verändern, aber sie müssen im Einklang sein mit den rechtsstaatlichen Prinzipien der Europäischen Union und sie müssen die rumänische Regierung weiterhin darauf verpflichten, entschieden gegen Korruption in diesem Lande vorzugehen. You sent the same message back in January, and when I'm saying you as Germany, but also the European Social Democrats. But we see the coalition in power in Romania doing again the very same things that it did back in February. Do you have the feeling that now they really got your message, they really understand what the European community is asking from them, what is asking also the Romanian citizens? Erst einmal freue ich mich sehr darüber, dass meine Tweets und meine öffentlichen Verlautbarungen auch hier in Rumänien sehr aufmerksam gelesen werden. In der Tat spreche ich nicht nur als deutscher Sozialdemokrat, sondern die progressive sozialdemokratische Parteienfamilie in der Europäischen Union hat gegenüber unserer Schwesterpartei noch einmal deutlich gemacht, worum es jetzt gehen muss. Neues Vertrauen schaffen durch Transparenz, durch klare Regeln, die die Rechtsstaatlichkeit in Rumänien stärken und die entschieden dazu beitragen, dass der Kampf gegen Korruption fortgesetzt werden kann. Sozialdemokraten sind überall in Europa dazu verpflichtet, für soziale Gerechtigkeit, für Solidarität, für Freiheit, aber eben auch für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzutreten. Und diese Botschaft habe ich heute hier auch noch einmal in aller Freundschaft und Klarheit deutlich gemacht. Back in February, there was a online petition signed by thousands of Romanians and European citizens. There were other political requests for the European Social Democratic Party to suspend the Romanian PSD, the Romanian Social Democratic Party, because of what was done in the government. Are you in favor of such a measure against PSD? Ich bin erstmal dafür, dass man auch in einer Parteienfamilie sehr klar miteinander spricht, aber dass man vor allem auch miteinander spricht. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass unsere sozialdemokratischen Mitstreiter hier in Rumänien erkannt haben, dass der Kampf gegen Korruption und die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit entschieden fortgesetzt werden muss. Zumal mir scheint, dass die Werte, für die die Menschen hier in Rumänien, in Bukarest auf die Straße gegangen sind, genau die sozialdemokratischen Werte sind, denen ich mich verpflichtet fühle. Ob die PES
am Ende Sanktionen ausspricht, liegt alleine in den Händen der PSD. Wenn sie unseren Prinzipien folgt, dann sehe ich keine Notwendigkeit, in irgendeiner Weise Sanktionen auszusprechen, und ich vertraue immer noch auf die Kraft der guten Argumente. One of the main goals of the Romanian government and the Romanian president and the Romanian parliament is stopping the CVM next year or till 2019. Given the behavior of the Romanian government, Romanian parliament, do you think that Romania still needs this mechanism of cooperation and verification? Dieser Mechanismus soll ja dazu helfen oder dazu beitragen, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie hier in Rumänien uneingeschränkt eingesetzt werden. Insofern hat es die rumänische Regierung und das rumänische Parlament in der Hand, wenn alle Kriterien, alle sogenannten Benchmarks, erfüllt sind. Dann steht auch einer Beendigung dieses Mechanismus nichts mehr im Wege. Also fällt die Entscheidung am Ende nicht in Brüssel, sondern sie wird hier in Bukarest in Rumänien selbst getroffen. But we see, and I'm coming back to what this government and this parliament did yesterday and in February, we see they're constantly trying to change the laws that are important for the anti-corruption fight and for the state of law. Do you feel that they will really stop doing this after you had discussion with them? Now you had discussion with them two months ago. Do you see this political will from the coalition in power to stick to the European values in the end? Ich habe ja schon deutlich gemacht, am Ende zählt das Ergebnis. Und das Ergebnis muss sein, dass kein Gesetz beschlossen werden darf, was in irgendeiner Weise Zweifel lässt an den rechtsstaatlichen Prinzipien oder an der entschiedenen Fortsetzung des Kampfes gegen Korruption. Das ist meine klare Erwartungshaltung. Das ist die Erwartungshaltung der Europäischen Union. Und das ist im Übrigen auch die Erwartungshaltung der Sozialdemokratischen Partei Europas. Man hat mir heute noch einmal versichert, dass man nichts unternehmen wird, was in irgendeiner Weise Zweifel offen lässt. Und auf diese Zusage vertraue ich. The European Union is debating these days, these months, its future, its own future. It's a large debate inside Brussels, but also inside every member state. Germany, along with France, are in favor of European Union with different rhythms, different paces, different ambitions, so to say. Romania is rather reluctant when it comes to this formula. What exactly means a European Union with different rhythms, different paces of development? Ich will erstmal ein besseres und ein handlungsfähigeres Europa. Europa muss die Probleme lösen oder zumindest einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten. Und derzeit diskutieren wir viele Themen: Migration, Terrorismusbekämpfung, Fluchtursachenbekämpfung, Klimaschutz, Stärkung der Außensicherheitspolitik, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Europa nicht eine größere Rolle wahrnimmt. Ich muss aber gleichzeitig auch anerkennen, dass es innerhalb der Europäischen Union Mitgliedstaaten gibt, die sehr skeptisch sind gegenüber europäischen Lösungen. Und deshalb lade ich alle ein zu einem Europa der Mutmacher. Das heißt, Staaten gehen in bestimmten Politikbereichen voran, um am Ende die Skeptiker davon zu überzeugen, dass europäische Lösungen besser sind als nationale Lösungen. Und dieses Konzept ist kein Closed Shop, hat mit dem Kerneuropa-Konzept nichts zu tun, sondern ist einladend gegenüber allen Staaten, die mitmachen wollen. Und ich bin mir sicher, dass in vielen Politikbereichen wir gemeinsam nicht nur mit Frankreich, sondern wir auch gemeinsam mit Rumänien vorangehen können.
Genau darüber habe ich heute auch mit dem rumänischen Außenminister gesprochen. Und ich habe auch noch einmal Rumänien ermutigt, in der Europäischen Union nochmal eine stärkere Rolle zu übernehmen. Und das Konzept der verstärkten Zusammenarbeit findet sich ja auch in den Lissabon-Verträgen wieder. Also es ist keine völlig neue Idee. Es ist eine Chance, Europa handlungsfähiger und besser zu machen. Und ich bin mir sicher, das werden wir nicht gegen Rumänien, sondern in vielen Fragen auch gemeinsam mit Rumänien auf den Weg bringen. Can Romania be credible in this very important debate about the future of the European Union, while we can see inside the country attempts to undermine the European values, as we have seen in the last months? Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Und in diesem Team, das gemeinsame Werte teilt, gemeinsame Werte lebt und verteidigt, ist Rumänien immer herzlich willkommen. Ich würde mich darüber freuen, wenn Rumänien in der Mitte Europas noch mehr Verantwortung übernehmen würde. Das wäre im Interesse der Menschen Rumäniens, aber es wäre auch im Interesse der Europäischen Union, und wir als Deutsche würden uns darüber ganz besonders freuen. I mentioned earlier Brexit. Angela Merkel warned about the illusions in the Great Britain when negotiating the exit from the European Union. What this warning means exactly? Does Germany want a hard Brexit? Deutschland und die Europäische Union wollen doch niemanden bestrafen. Aber es muss jetzt endlich mal Schluss sein, den Briten ständig einreden zu wollen, dass sie die Vorteile, von denen sie als Mitglieder der Europäischen Union profitiert haben, dass sie diese Vorteile auch noch genießen könnten, wenn sie sich nicht mehr in der Europäischen Union befinden. Also wir treten hier für Wahrheit und für Klarheit ein. Und im Übrigen ist das nicht alleine die deutsche Position, das ist die Position der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach wie vor davon überzeugt sind, es ist großartig und es ist super und es ist unendlich wichtig, im Interesse der Menschen auch Mitglied in der Europäischen Union zu bleiben. This is a very crucial year for Europe. Besides Brexit, we have important elections in France, in Germany in the autumn. We had elections in Austria and in the Netherlands. There are warnings from different institutions, from the secret services, from politicians, that Russia was trying to get involved to distort the outcome of the elections or the political debate in some of these countries. Do you have information or do you have signs that Russia is trying to do the same in the internal debate in Germany when it comes to the elections? Wir können derzeit nichts ausschließen, und ich habe auch schon den Eindruck gewonnen, dass die russische Regierung kein großes Interesse an einem starken, handlungsfähigen Europa hat. Deshalb müssen wir wachsam sein. Das sind wir in Deutschland im Übrigen auch. Und mein Appell richtet sich an alle, dass wir mit fairen Mitteln die Auseinandersetzung suchen sollten und nicht auf Fake News setzen sollten. Das ist Partnern und Demokratien und Rechtsstaaten unangemessen und unwürdig. Do you think that the European Union as a whole needs new tools, new instruments to fight against this or to protect itself of this new information or propaganda war driven by the Kremlin? Das hat jetzt erst einmal weniger was alleine mit Russland zu tun, sondern es hat vor allem etwas damit zu tun, dass sich unsere Kommunikation revolutionär verändert hat. Noch vor Jahren spielten Twitter und Facebook und andere soziale Netzwerke überhaupt keine Rolle. Sie sind heute aus unserer Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Und dem müssen wir natürlich auch als Politik Rechnung tragen. Diese Kommunikationsformen
eröffnen ja nicht nur neue Chancen, sondern sie eröffnen natürlich auch Risiken. Und Datenschutz und der Schutz der Informationen von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die informationelle Selbstbestimmung der Menschen spielen natürlich in Demokratien eine ganz wichtige Rolle. Speaking about war, it was a propaganda war that I was mentioning earlier, but now I'm coming to the real army, the real war. Romania closed last year a deal with the German company Rheinmetall for a big contract for the Romanian army. And this government seems a little bit hesitant when it comes to put that contract in place and start the work. Do you have did you discuss with the Romanian government about this contract? Nein. Okay, so you don't know what is behind these hesitations of the Romanian authorities. Ich kann zu diesem Vertrag und zur Umsetzung dieses Vertrages nichts sagen. Nein. And my last question, you met today also Mr. Liviu Dragnea, which is the leader of the PSD. He's seen by many here in Romania, also by some members of his party, as the main engine behind those attempts to change some very important laws in justice. Do you think that Mr. Liviu Dragnea can still be a discussion partner for you, for the German government, and for the Social Democrats, both in Germany and in Europe? Das wichtigste Mittel in der Diplomatie und in der Politik ist es, miteinander zu sprechen, um Dinge zu verändern. Und unser Gespräch, das ich heute mit dem Präsidenten des Parlaments und mit dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Rumäniens geführt habe, diente ja vor allem auch dem Ziel, noch einmal deutlich zu machen, was uns in der Europäischen Union eint. Und dazu gehören die Prinzipien wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, Freiheit der Medien und eine entschiedene Korruptionsbekämpfung. Und ich hoffe, dass wir in diesen Fragen auch vollständig übereinstimmen. Und deshalb war es gut, ein solches Gespräch geführt zu haben. Thank you very much. Thank you. Dankeschön.